Sommer. Zwanzig Jahre später. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Auch ein? Nein. Für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich zwei Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur zwei Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist... ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl, er ist schlau. Nein. Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann sollten wir uns beeilen. Ja, und damit endlich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us. Ja, wir schauen uns hier mal so ein bisschen in der Gegend um. Ihr kennt das ja, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann schaue ich mir gerne generell mal alles an. Die Leiter bringt einen aber nicht viel, wenn die da so weit oben hängt. Und das sieht auch nicht so aus, als ob man die dann runter machen könnte. Sieht so ein bisschen abgebrochen aus. Ja, das Ende vom letzten Teil hat mich wirklich berührt. Also vom letzten Teil, den ich hochgeladen habe. Im Gegensatz zur Serie, wo ich komplett gefühlskalt gewesen bin, 24/7, als ich die geguckt habe, muss ich sagen, hat mich das doch sehr, sehr mitgenommen. Und ich denke, das wird jeden so gehen, der ein Kind hat. Speziell natürlich auch ein Mädchen. Wir sind jetzt 20 Jahre später, spielt es jetzt hier. Anweisungen der städtischen Beamten ist Folge zu leisten. Sieh mal da. Es gibt noch keine Lebensmittel. Es wird wohl wieder knapp. Und ganz offensichtlich haben wir hier überall Probleme mit Lebensmitteln. Wir sind in einem Sperrgebiet, so wie es hier aussieht. Achso, das meinte sie wahrscheinlich, dass die hier noch anstehen wegen Lebensmitteln. Wo ist sie jetzt hingegangen? Dahin. Tut mir leid, aber ich muss mich hier auch mal ein bisschen umsehen, Tess. Du warst doch Tess, oder? Oder vertue ich mich jetzt gerade durch? Ich glaube, sie hieß Tess. Lass mich in Ruhe. Okay, okay, scheiße. Danke, runter. Ich hab nichts Falsches gemacht. Hände hoch, verdammt nochmal. Mach schon. Na, man sieht schon, wie mit den Leuten umgegangen wird. Ich meine, wir wissen jetzt nicht, was hier passiert ist oder nicht passiert ist. Sie werden wohl gerade getestet. Und die beiden scheinen positiv zu sein. Doch nur sie? Und sie scheint irgendein Gift bekommen zu haben. Also er hat ihr nicht die Kehle aufgeschnitten. Sah auch nicht so aus. Aber sie scheint irgendein Gift bekommen zu haben. Hallo, nicht mich erschießen, bitte. Ja, als Maul, hallo? Oh je. Anscheinend gibt es immer mehr Infizierte. Und
umso mehr die sich wegschleichen. Ja, klar. Würde ich wahrscheinlich auch tun. Ich habe uns Papiere besorgt. Wir sollten uns keinen Ärger machen. Bleib einfach cool. Okay, weiterfahren. Ja, gehen wir denn auch dahin? Ich warte darauf, dass du die Papiere zeigst. Dann gehe ich jetzt dahin. Nur ich habe die Papiere nicht. Ah. Ausweise bitte. Bitteschön. Was wollt ihr hier? Ich habe heute frei. Besuche einen Freund. In Ordnung. Geht weiter. Danke. Los hier, los! Durchschließen! Feuerfleisch! Nicht verdammt! Sie hauen ab! Ja, und das sind die... Ja, ich drück schon die ganze Zeit L. Achso, L. Ah, Moment. Oh, links oben, das ist ja scheiße zum Steuern. Checkpoint 5 ist bis auf weiteres geschlossen. Also, das sind die Fireflies. Die versuchen natürlich, ihr normales Leben quasi wieder zurückzubekommen. Und rebellieren jetzt gerade. Verarzte dich, okay? Ja, klar, wenn du mir sagst, wie. Medikit ausrüsten. RT zum Heilen gedrückt halt. Moment, erstmal ausrüsten, okay. So. Achso, RT. Och, wieso drücke ich immer links, wenn er da rechts steht und rechts, wenn er links steht? Wir werden alle Checkpoints schließen. Ja. Wir werden außen rumgehen müssen. Wir haben unseren Arm bandagiert. Hinter uns geht's Mauer? Wieder gut. Oder wir lassen Robert in Ruhe. Toll. Aber ich muss mal ganz kurz was gucken. So, also ich habe gerade mal geguckt. Ich weiß nicht, ob das jetzt funktioniert hat, aber ich glaube, er hat es nicht umgestellt. Ich habe versucht, mein Schema hier mal umzustellen vom Controller. Ihr auch? Wer will denn sonst noch zu ihm? Marlene. Sie hat nach ihm gefragt. Sie sucht nach ihm. Marlene? Was wollen die Fireflies denn von Robert? Als ob sie mir das sagt. Tja, was hast du ihr gesagt? Die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo er steckt. Sehr schön. Hey, halt die Ohren steif, okay? Das Militär wird bald überall sein. Ja, dann bis bald. Okay. Schade, dass man hier nicht laufen kann. Wir sind dran. Hey Leute, wie sieht's aus? Es braut sich was zusammen. Und wie sieht's hier aus? Ah, alles ruhig. Keinerlei Militär oder Infizierte. Wieso läuft der jetzt automatisch? Joe, hi. Mal damit. Was denn? Achso. Ja, nee, also er hat's nicht umgestellt. Er hat mir zwar irgendwas angezeigt, von wegen, dass ich jetzt mit A drücken könnte, aber er macht's offensichtlich nicht. Das ist total ungewohnt, mit Y zu bestätigen. Och, springt der Tief. Es werde Licht. Oh Gott, das ist schlimm. Wir sollten darauf achten, was sie wegwerfen. So, unser Zeug. Okay. Ich gucke mich nur mal ein bisschen um. Es tut mir leid. Was heißt unser Zeug? Unsere Rucksäcke sind noch hier. Okay. Ach, Y wieder. Oh. Wenn der erste Gegner mich gekillt hat, weil ich die falsche Taste gedrückt habe, dann wisst ihr Bescheid. Ich verstehe auch nicht, dass man das nicht einstellen kann. Da steht zwar was von drei verschiedenen Schemata, aber es funktioniert nicht wirklich. Okay. Nachladen RT. Okay, Cowboy. Hilf mir hoch. Ah, okay. Aber ich habe nur 5 Schuss jetzt, ja? Ich helfe dir noch nicht hoch. Ich gucke erstmal, ob ich hier noch irgendwas holen kann. Okay. Soll ich den hoch... Achso, da hochhelfen. Und wie? Komm her. Na komm. Wie soll ich dir denn da hochhelfen? Ich komme selber nicht hoch und du stehst da meilenweit von hinten. Na komm, los. Ach, Y. Ah, okay. Ja, ich habe natürlich jetzt A gedrückt, wie es normalerweise ist. Da kam sie nämlich nicht mit. Na los.
Okay, ist auch wieder Y. Geh weiter. Okay. Vorsichtig. Bin ich das nicht immer? Ah, wir können uns auch ducken, okay. Ist das eine Fangfrage? Ich war lange nicht draußen. Das ist fast wie ein Date. Ich bin halt sehr romantisch. Oh, sieht schon ganz nett aus hier. Wie die Natur sich alles wieder zurückgeholt hat. Was ist das denn bitte? Sowas gibt's doch heutzutage gar nicht mehr. Hallo? In welchem Jahrhundert spielt das? Wo ist die Leiter? Keine Ahnung. Muss hier ja irgendwo sein. muss hier irgendwo sein, ja. Liegt wahrscheinlich irgendwo. Ah, da ist sie doch. Hab sie. Gut, bring sie rüber. Jawohl, Boss. Achso, dahin wahrscheinlich. Die ist schwer. Pack doch mal mit an hier. Ladies first. Hallo? Ich bin die Lady. Geh als Erster hoch. Alles ist relativ. Hier lang. Na gut, ich bin keine Lady. Ich bin eine Frau, aber ich bin keine Lady. Ich bin das Gegenteil von einer Lady. Nein, okay, so schlimm ist es auch nicht. Sie möchte da runter. Dann schauen wir doch nochmal kurz hier. Vielleicht haben wir irgendwo Lebensmittel. Was ist das? Schrauben. Verwende gesammelte Teile, um deine Waffen in einer Werkbank zu verbessern. Okay. Ja. Cool. Gut, dass wir mal geguckt haben. Ich guck hier auch nochmal, ne? Schlafzimmer, kannst gerne mitkommen. Drücke R. Was ist denn R3? Ah, rechts. Okay. Okay, rechts, um anzumachen, damit wir die ganzen komischen Zeichen an der Wand besser sehen können. Also rechter Stick, Lampe. Was ist das? Was ist das? Das sind die Fireflies, nehme ich mal an, oder? David Michael Vigil, 102. Ich schreibe mir nur mal ganz kurz, rechter Stick ist Lampe, weil sowas vergesse ich nämlich gerne, wenn die das nicht automatisch machen. Normalerweise machen die das ja automatisch rein. Und ich vergesse nämlich gerne, wo ich dann draufdrücken muss. Oh, gefallener Firefly. Haben wir eine Errungenschaft erhalten. Cool. Manchmal ist es doch ganz gut, wenn man sich da ein bisschen umschaut. Moment, du gehst runter, ich... Ach nee, ich komme ja gar nicht hoch. Okay, ich komme mit. Darf ich aber auch Licht anmachen, ne? Ob Robert unsere Waffen noch hat? Um seinetwillen, hoffe ich's. Mir würde Munition besser gefallen. Wo wir von Waren reden, wann kommt was Neues rein? Wir treffen Bill nächsten Monat. Mehr Pillen, viel Munition. Ja, tja, er hat immer irgendwas. Das reicht dann für eine Weile. Ja, wofür? Drogen. Warte, Sporen. Was? Ach, Sporen. Ich habe Spuren verstanden. Ja, das hat wohl damit zu tun, dass, was wir gelesen hatten im ersten Teil, dass diese Sporen giftig sind, beziehungsweise uns halt eben krank machen. Und deswegen ziehen die alle naselang normalerweise diese Lattenmasken auf. Da können wir raus. Wollte ich nur mal erwähnt haben. Aber ich wollte vorher auch noch mal kurz gucken, ob wir hier was finden. Sieht aber nicht danach aus. Na gut, dann gehen wir mal hier durch. Da liegt ja der Grund. Die Leiche ist nicht alt. Wir müssen wirklich wachsam bleiben. Mhm. Das sagst du mir, die mit der Steuerung überhaupt nicht klarkommt, weil die Sachen überall liegen, aber nicht da, wo sie liegen sollen. Durchpassen. Reiß dir doch die ganze Etage runter. Die verdammte Decke kommt runter, pass auf. Kein Thema. Vorsicht. Scheiße! Pass auf, pass auf! Helft mir! Meine Maske ist kaputt. Das sehe ich. Ich will mich nicht verwandeln. Dann helfe ich dir. Was willst du jetzt tun?
Nee, RT. Gehen wir. Tut mir leid. Hä? Was ist das denn? Aber danke für dein Päckchen. Sind immerhin zwei Munitionen, zwei Patronen drin. Er hat ja gesagt, er will sich nicht verwandeln. Also, haben wir ja eigentlich nichts Schlimmes gemacht. Gut, wir haben jetzt ein Menschenleben genommen, ne? Aber ich meine, das ist eine Apokalypse, sind wir mal ganz ehrlich. Das war mehr so ein Gnadenakt gerade. Und wenn wir ehrlich sind, die Maske ist kaputt. Wir wissen alle, dass der Typ das nicht überlebt. Beziehungsweise, dass er halt sich dann verwandelt. Da können wir noch weiter. Hier ist doch noch was, oder? Nee? Hat das jetzt nur zufällig geleuchtet, oder was? Ach, gehen wir mal aus dem Weg. Oder müssen wir hier rum? Müssen wir hier rum? Nee, wir müssen doch hinten durch das Kaputte, denke ich mal, rum, ne? Gucken wir hier nochmal eben. War ich hier nicht eben schon drin? Ich habe gerade voll die Orientierung verloren. Wir gehen erstmal hier weiter. Komm, Tess. Oh, Scheiße. Geh doch mal hoch. Bleib geduckt, um dich an Gegner heranzuschleichen und drücke Y, um sie zu packen. Ich sollte vielleicht das ausmachen, oder? Nennt man das dann Schleichangriff? Ich wollte eigentlich Lauschangriff sagen, aber... Aber da sind zwei. Tess, würdest du mal mitkommen und mir helfen vielleicht? Die kommt nicht. Blöde Kuh. Die muss ich aber erledigen, oder? Kann ich nicht dran vorbeischleichen, oder? Ich weiß es nicht. Der andere sieht mich doch, wenn ich da... Himmel. Jetzt guck doch nicht woanders hin. Ich kann gerade nichts sagen, es tut mir leid. Ich glaube, wir sollen uns doch vorbeischleichen, so wie es aussieht. Ich habe gerade leichte Herzattacke, ich kann gerade nicht reden, es tut mir leid. Da ist eine Tür. Oh, hat die mich jetzt erschreckt. Tess, jetzt komm. Wir müssen raus. Da ist keiner drin. Okay. Wir können hier nicht raus, oder? Tess, sag mir doch mal, wo wir hin müssen. Moment, halt, stopp, da war was. Wie war das jetzt? Ich will jetzt nicht schießen aus Versehen. Ich lade dann gleich nach. Ich sterbe wahrscheinlich dann, aber... Okay, können wir hier raus vielleicht? Da ist auch zugemauert. Wollt ihr mich verarschen? Was muss ich denn hier machen? Ja, da kommt dann eine Sequenz, wenn ich mich bei denen anschleiche oder was, oder? Komm, weiter, weiter, weiter. Ih, was ist das denn hier? Sind das Maden? Oh, jetzt sind wir wieder im gleichen Raum. Fug. Aber hier ist eine Treppe. Komm mit, Tess. Wir schleichen uns hoch. Da kann uns nichts passieren. Hoffe ich. Mädel, komm mit. Bleib doch nicht da unten stehen. Ich werde dich nicht retten. Sollen wir die jetzt von hier oben abknallen? Nee, ne?
Hier ist nichts. Ich würde aber sagen, hier schleichen wir auch mal ein bisschen drüber, weil... Wenn das Ding jetzt einkracht, ne? Dann raste ich hier aus. Gut, jetzt leise runter. Geht nicht. Okay. Hallo? Spiel? Spiel will nicht mehr. Schön. Ja, damit sind wir dann das erste Mal eingefroren. Genau das ist passiert, was sie alle gesagt haben. Dass man entweder einfriert während des Spielens oder, also ich kann auch, ja, ich kann auch kein Menü mehr drücken und nichts. Oder man rausfliegt, was gerade dann auch passiert ist. Ja, und damit herzlich willkommen zurück. Ich meine, wir sind ja noch mitten in der Aufnahme sozusagen. Was ich schon mal positiv anmerken muss, dass wir uns wieder am gleichen Standort befinden. Ich schau mal eben. Ja, scheinbar sind die Zombies jetzt weg, keine Ahnung. Also fast am gleichen Standort. Ich schleiche jetzt trotzdem mal raus. Obwohl andererseits, ich höre die Zombies eh nicht, also schleiche ich mal normal raus. Mal schauen, ob es gleich wieder abstürzt, wenn wir hier runtergehen. Ich hoffe nicht. Das sieht schon etwas besser aus. Also das muss ich mal positiv anmerken, weil wir haben ja nicht mehr gespeichert. Das letzte Mal, wo ich gespeichert habe, ist, nachdem ich die Folge beendet hatte. Also sprich nach der Einführungssequenz sozusagen. Ich hasse den Gestank in der Stadt. Warum fragst du Bill nicht nach einem dieser Raumsprays? Hey, wenn die nicht abgelaufen wären, wäre das eine Idee. Aber sieht schon richtig geil aus. Also ich habe ja damals sehr viel Zeit damit verbracht, Urbexing zu machen, also sprich Lost Places zu fotografieren. Und das wäre so ein richtiger hammergeiler Traumort für mich gewesen, um sowas zu fotografieren. Also ich bin wirklich sehr positiv angeregt. Ich bin mir nicht sicher, man soll eigentlich... Ja, aber das funktioniert nicht. Man soll eigentlich beide Sticks reindrücken können für einen Fotomodus. Der funktioniert allerdings nicht. Schade. Man kann aber auch... Moment, man kann auch P nehmen, habe ich gelesen. Das funktioniert auch nicht. Tastatur funktioniert scheinbar gar nicht, so wie es eingestellt ist, also so wie es da drin stand. Sehr, sehr schade, weil die Grafik ist ja schon ziemlich geil, muss ich sagen. Hier lang. Sicher den Eingang. Geht klar. Sieht auf jeden Fall richtig cool aus. Lauf doch nicht weg. Ich muss doch mal gucken. Wenn hier scheinbar einer gewohnt hat oder zumindest geschlafen hat, dann muss ich doch mal gucken, ob der nicht vielleicht irgendwo ein bisschen Munition hat liegen lassen. Verdammt, das Brett ist weg. Erinnert mich doch sehr an die Uncharted-Version hier, Uncharted 4. Ja, das Brett ist weg. Und nun? Ich hole es. Wie, ich hole es? Woher? Da hinten können wir auch noch rum. Können wir hier noch rein? Nee. Oder meint die... Achso, das war doch das, was runtergefallen ist, ne? Wie komme ich dann gleich wieder da... Achso, da unten kann ich rum. Dann geh da runter. Okay, dann geh halt nicht da runter, dann geh auf der anderen Seite runter. Also kann hier kilometerweit runterspringen und tut sich nichts, aber wegen den paar Zentimetern hier ist er jetzt hier... Hat er jetzt Schiss runterzulaufen, zu springen. Na, Moment, lag da gerade was? Nee, optische Täuschung, okay. Hier hat auch keiner was liegen gelassen, schade. Hätte ja sein können. Gut, nehmen wir jetzt erstmal... Ich denke mal, das werden wir wohl da, genau, da hier, so hoch. Reich es rüber. Ja, das war ja meine Absicht. Warte doch erstmal, bis ich da bin. Das ist ganz schön schwer. Ich werde das schon schaffen. Na. Okay. Genau, vor allen Dingen wirft sie das dann wirklich so da hoch über die Schulter. Kein Thema, sie ist durchtrainiert bis zum geht nicht mehr. Sie schafft das. Ich bin hier so am Jauchzen und am Keuchen. Oh, das Brett hochgehoben.
Aber sie schafft das natürlich direkt so. Wieso bist du jetzt hier am Schleichen? Okay. Wir sind fast da. Hört sich gut an, aber immer mal gucken, ob einer vielleicht irgendwo Patronen hat liegen lassen oder so. Die könnten uns mal das Leben retten. Ach, gucke mal. Da. Wenn ich denn gerade auslaufen könnte. Nein, wieso voll? Willst du mich veräppeln? Wie komme ich hier eigentlich? Das ist die... Ah. Okay, mit der Taste. Medikit. Fähigkeiten, maximale Gesundheit. Kann man anscheinend dann irgendwie auch verbessern. Erhöht die Lauschmodus-Entfernung. Fertigungszeit. 30 Pillen habe ich. Erhöht die Fertigungsgeschwindigkeit. Heiltempo, Schwanken der Waffe. Okay. Militärbroschüre. Achso, das sind unsere... Okay. Ja, das ist gut zu wissen, aber ich würde gerne die Patronen mitnehmen. Ne, es sind gar keine Patronen. Ach, das ist ein Energieriegel. Ah, okay. Hup. Lass uns nachsehen, ob hier Soldaten sind. Alles klar. Komm. Ja, nix komm. Ich gucke erst nochmal im Müll, ob hier vielleicht doch nochmal irgendwo Patronen sind. Ich wusste ja nicht, dass das eine Energieregel ist. Okay, da können wir nicht rein. Wie friedlich sich das alles anhört, ne? Überall Natur, Vögelchen zwitschern. Was war das gerade? Ach so, nee, ich dachte, hat einer vielleicht doch noch Munition beim Drüberspringen verloren oder so. Hier hat sich einer einen Kräutergarten gemacht mit Wildkräutern. Okay, vielleicht eher ungewollt. Hallo, steh doch auf, wenn ich das Ducken wieder wegmache. So. Wir können ja mal klingeln, vielleicht macht uns einer auf. Da ist auch nichts drin. Wieso da? Wieso nicht hier? Lass mich doch erstmal gucken. Okay, da ist auch keiner. Ich habe schon gedacht, das wäre jetzt deswegen, wollte sie nicht dahin, aber... Gegentreten oder so können wir auch nicht. Na gut, dann nehmen wir den Weg. Tess ist schlau, Tess kennt sich hier aus. Ihr folgen wir. Mach zu. Ist ja gut, Boss. Hallo, machst du auch mal deine Lampe an? Dankeschön. So, haben wir hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus. Ich meine, das ist eine Apokalypse, ne? Also da wird jetzt nicht jeder überall automatisch irgendwie ein Päckchen Munition liegen lassen. Was? Was mit der Tür? Moment. Manchmal findet man das aber auch direkt neben dem Tesafilm nicht, sondern hier wegen neben dem... Wieso kann ich so nicht lauschen? Hallo? Kann ich mit der Lampe nicht runtergehen? Hä, wieso kann ich nicht mehr ducken? Leute? Ich will lauschen. Wieso kann ich mich nicht mehr ducken? Was soll das? Hi. Wir sind da. Hey, kleiner Mann. Schau nach, ob die Luft rein ist. Keine Soldaten, keine Männer von Robert, ja? Du weißt, dass er uns erwartet. Na, das macht's interessanter. Los geht's. Na komm. Och nee, Leute, ernsthaft. Ich habe jetzt über 5 Minuten gebraucht, um überhaupt meinen Spielstand zu laden. So, weitere 5 Minuten knapp Ladesequenz. Später können wir wieder den letzten Teil wiederholen. Ja, und wie ihr jetzt unschwer erkennen konntet, beziehungsweise im Hintergrund auch sehen könnt, das Programm hat ab hier dann auch leider nicht mehr aufgenommen, beziehungsweise hat nur noch ein Hörspiel draus gemacht. Um das kurz zusammenzufassen, es ist zum Glück nicht viel passiert. Wir sind einmal um die Ecke gelaufen, haben ein Mädchen mit einer süßen Giraffe im Arm gesehen, was uns aber ziemlich böse angeguckt hat. Und ja, da habe ich mir gedacht, dass das Mädchen wahrscheinlich schon total verstört ist von dieser ganzen Zeit und deswegen so reagiert. Dann sind wir in den Gang reingegangen, haben kurz mit einem Typen gesprochen, irgendwie so 1, 2 Sätze gewechselt.
wo der andere Typ denn ist. Und ich glaube, es war auch noch hierbei, wo wir durch den Bus gegangen sind. Und ja, wir sind einfach immer nur weitergegangen letztendlich. Und dann bin ich stehen geblieben, habe gesagt, dass die Aufnahme doch sonst zu lang wird und dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen. Ja, leider kann ich euch davon leider nicht die Bilder zeigen. Das heißt, es ist mal wieder soweit, meine Nvidia-Karte möchte mal wieder nicht zuverlässig aufnehmen, was sehr schade ist, weil sie die erste Folge zuverlässig aufgenommen hat und ja, den Großteil halt von dieser Folge auch aufgenommen hat. Ich werde mal wieder zu OBS auswandern müssen, sozusagen ausweichen. Und ja, es tut mir wirklich leid, es gibt jetzt leider keine Szenen mehr, die ich euch zeigen kann. Deswegen, ich werde da nochmal eine komplett neue Aufnahme machen. Vielleicht kriege ich es noch hin, das von der Szene aus auch zu machen, aber da ich dahinter gespeichert habe, ja, bin ich mir nicht sicher, ob ich das machen kann oder nicht. Oder ich muss halt wirklich nochmal alles von vorne aufnehmen und in Kauf nehmen, falls ich da jetzt auch wieder 3-4 Mal rausfliegen sollte in der Zeit. Ja, was soll man sagen? Wir freuen uns alle darüber, dass der Start von The Last of Us so wunderbar verläuft und niemand wirklich spielen oder aufnehmen kann. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wo ich mein Bestes tue, noch ein Stück vom Spiel zeigen zu können. Bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann kannst du mich auch gerne abonnieren.